Oh. So. Jetzt muss ich nur schnell ein bisschen Senf loswerden. Ein bisschen Licht machen. Ah, okay. Ja. Folgendes. Wenn wir über das Thema Freiheit sprechen, es ist ja jetzt die Narrenzeit vorbei, die Fasnet, die Fastnacht. Die Fastenzeit beginnt, Aschermittwoch, Verarschermittwoch in der Politik. War es wieder recht lustig. Und ich habe gerade was gepostet und da hat es nur einen Klick gemacht und das ist mir ein kleines Video wert, nämlich das Thema Freisein oder innere Freiheit. Wir haben gelernt oder wir glauben, uns gegenseitig lehren zu müssen, um frei zu sein, musst du raus aus dem System. Raus aus der Schuldenfalle, raus aus der Abhängigkeit, raus aus allen alten Beziehungen, raus aus den Verstrickungen und. Also wir müssen überall rausgehen, um frei zu sein. Und genau das ist Unfug. Wir müssen den Mut haben, jeder für sich in mich reinzugehen. Ich muss da reinwollen. Wenn ich in meiner Mitte bin, bin ich raus aus allen anderen. Alle Dinge da draußen sind dafür gedacht, dass wir aus der Haut fahren, dass wir uns in der Haut nicht wohlfühlen, dass wir uns geängstigt wünschen, jemand anders zu sein oder woanders zu sein. Alles, was da draußen um uns herum wir uns kreiert haben, versucht uns aus dem Häuschen zu bringen. Das ist unser Häuschen. Raus aus dem Häuschen, aus der Haut fahren. Ich bin außer mir vor Wut, vor Freude. Also alles, was von extern auf uns einwirkt, versucht uns eigentlich rauszulocken aus diesem zentralen Haus, aus diesem Tempel Gottes, aus diesem Gehhaus, Gehäuse, Erdenfahrzeug, Körper. Und der Körper und das im Innewohnende, das ist das, was wir haben. Wenn wir in unserem Körper sind, sind wir frei. Wenn wir uns immer noch dazu überreden lassen oder animieren lassen, teilweise aus dem Körper rauszugehen. Übrigens ist das Wort Rausch und raus ähnlich. Also jede Form von Rausch bringt die Seele aus diesem Gehäuse raus. Wir müssen einkehren und drin bleiben. Wenn wir das geschafft haben, oder wenn wir immer mehr da drin bleiben können, ist das da draußen nur ein Spiel. Und dieses Spiel bestimme ich als Hauptdarsteller. Und dann bin ich frei, weil ich auch Regisseur bin, Kapitän, Steuermann, Küchenjunge, Smooth. Ich bin alles auf meinem Lebensschiff. In diesem Sinne, einen schönen Tag, weil jetzt muss ich mich noch schnell ein wenig herrichten und dann geht's ab ins Coaching. See you later. Baba.